Jubelmeldungen verkünden, die Wirtschaft wächst wieder. Das heißt im Klartext, eine Branche, die vieles bewegt, ist die Verkehrsbranche, aber immer auch bedacht auf die Umweltressourcen. Der Güterverkehr unter dem Motto von der Straße auf die Schiene. Bei einem Pressegespräch erfahren wir Neues über das Cargo Center Graz. Wir haben uns immer bemüht, sozusagen die Interessen unserer Kunden, der Logistik und der Transport- und Speditionswirtschaft zu erfüllen. Das ist uns auch in schlechten Zeiten gelungen. Jetzt, wie man vor Ort auch sieht, haben wir wirklich ein schönes Wachstum und das betreiben wir auch proaktiv. Also wir sind sehr froh, ja. Es tut sich etwas im Cargo Center Graz und vor allem gibt es natürlich immer wieder neue Ideen. Das heißt, die Innovation hat gegriffen. Ja, natürlich. Wir versuchen immer für unsere Kunden neue Konzepte zu entwickeln und haben in der Logistikplattform auch mit den Hauptreedereien strategische Konzepte umgesetzt und dadurch auch wieder ein Wachstum von 11% im letzten Jahr erreicht. Die Entwicklung auf dem Gütertransportwesen lässt vieles erahnen und manches bereits bestätigen. Wer sie kennt, weiß, dass sie Visionen haben. Welche sind das? Danke für das Kompliment. Ja, natürlich, der Standort muss weiterleben. Wir können uns nicht mit dem begnügen, was wir derzeit haben. Und mit der baltisch-adriatischen Achse kommen ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Wir brauchen für die weitere Expansion Flächen und wir sind gerade dabei, das zu sichern. Und natürlich gehört da sehr viel Kreativität dazu, wie man das auch von der Vertrags- und von der Finanzseite her so gestaltet, dass wir damit gut leben können. Mit den Flächen stößt man irgendwann aber auch an eine Grenze. Ja, das muss man sagen. Wir haben allerdings fast alle großen Speditions- und Logistikkunden bei uns am Standort versammeln können. Um dieses Wachstum, also um das Wachstum dieser Kunden weiter sicherzustellen, bemühen wir uns, noch weitere Flächen zu akquirieren. Das wird uns bis zu einem gewissen Grad auch gelingen, aber allmählich stößen wir an Grenzen. Ein weiterer sehr erfreulicher Aspekt ist die Beschäftigungsquote. Sie gehören also zu jenen Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und nicht vernichten. Wir machen das indirekt, weil hier am Standort bei unseren angesiedelten Firmen sind mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das hat sich von 300, wie wir begonnen haben im Jahr 2003, bis heute natürlich sehr schön entwickelt. Und ich glaube, da können alle stolz sein. Das ist ein wichtiges Leitprojekt für diese Region. Viele innovative Konzepte sind aufgegangen und zeigen Wirkung. So zum Beispiel die kombinierten Verkehre. Was versteht man unter dem Begriff Kombiverkehre? Dass die Hauptstrecke auf der Schiene abgewickelt wird und nur mehr die First und Last Mile vom und zum Kunden mit dem LKW. Sehen Sie Chancen? Wir sehen sehr, sehr große Chancen, nämlich im Zusammenspiel mit der Immobilienentwicklung und dem kombinierten Verkehr. Wir wollen eigentlich diesen Übergang zu einer Cargo City erreichen. Und die Zukunft ist ja schon absehbar, was gerade den Güterverkehr anbelangt. Man kann feststellen, dass es doch immer und da und dort Bestrebungen gibt, ihn doch zu forcieren und nicht zu verhindern. Wir sind ganz klar pro Kombiverkehr und wir schaffen es sogar auf einer Distanz von unter 300 Kilometern zwischen Cargo Center Graz und Südhafen, den kombinierten Verkehr erfolgreich abzuwickeln. Und man muss den LKW dort einsetzen, wo er intelligent ist, nämlich auf der Last Mile und auf der Hauptstrecke die Schiene. Jetzt Zwischenfrage, Semmeringtunnel, Choralmtunnel, ist alles im Plan, ist man im Zeitplan? Unseren Informationen nach werden Semmering und Choralm und damit die baltisch-adriatische Achse 2025 durchgehend befahrbar sein. Das ist jetzt im Infrastrukturausbaubereich ein sehr knapper Zeithorizont. Ich glaube, man ist hier in der Zeit, es gibt keine gröberen Verzögerungen mehr und wir warten auf diesen wichtigen Zeitpunkt, weil damit beginnt ein neues Zeitalter für den Standort Cargo Center Graz. Dank innovativer Logistik und immobilen Entwicklungskonzepten gewinnt das Cargo Center Graz als eines der modernsten europäischen Güterverkehrszentren wieder an Bedeutung.